Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit Infected, der Zwillingsimpfstoff. Ja, leider muss ich gerade sagen, dass ich diesen Part nachsynchronisiere, weil die Audiospur gar nicht aufgenommen hatte. Und das letzte Mal beim Froschkönig, wo mir das ja auch passiert ist, ist irgendwie so merkwürdig. Es passiert mir im Moment so oft. Da war das ja so, dass ich die Datei irgendwie aus Versehen den Unterordner gelöscht hatte und somit die Ursprungszugehörigkeitsdaten halt nicht mehr vorhanden waren. Und dann musste ich deswegen nachchronisieren. In diesem Fall war es, dass ich im Nachhinein feststellte, ey, ich habe ja gar nicht meine Audiospur aufgenommen. Jedenfalls, hier muss ich jetzt ja die neuen Nisse in das Glas füllen, genau. Und ich werde jetzt einfach mal so aktuell mitsprechen, wie ich nur irgendwie kann. Die Hornisse habe ich in das Glas gepackt, weiß aber auch bis jetzt noch gar nicht, was ich damit machen kann. Die sollten wir ja irgendwie untersuchen oder so, aber ich weiß gar nicht, wo wir das machen können. Das Ding ist ja hier verschlossen und ich habe auch keinen Schlüssel, aber ich habe ein Nummernschild und das kann ich ja höchstwahrscheinlich zum LKW zurückbringen. Deswegen tun wir das jetzt auch einfach mal. Ich gehe mal direkt zum LKW. Und dann war doch da vorne genau so eine Stelle, wo man das Nummernschild rein und dann zack, bekomme ich den Bunkerschlüssel. Und bin jetzt schön hin und her gelatscht, weil der Schlüssel passt jetzt wieder zu der Tür, wo wir gerade eigentlich herkommen. So, wollen wir mal schauen, ob der Schlüssel da hineinpasst. Und er passt natürlich. Und jetzt komme ich hier in so einen dusteren Raum. Und da war doch was. Da ist doch eine Person. Das ist doch irgendwie ein Arm. Es ist aber verdammt dunkel. Ich kann nicht sehen. Ist da irgendwo eine Lampe oder so, die ich anmachen könnte? Nee, aber ich habe doch eine Taschenlampe und mit der kann ich Licht machen und dann hier, what the hell, ist da ein... Oh nein, das ist David Morrissey, Theresas Großvater. Genau. Und das ist ziemlich eklig, dass der da so, finde ich, drinnen liegt in diesem Raum und da so vor sich hingammelt, ohne dass es irgendjemand merkt. Aber ich weiß gar nicht, ob in der ganzen Stadt irgendwie was los ist mit dem Virus, dass die da alle rumliegen. Und dass keiner merkt, also ich weiß gar nicht, wie viele Tote es da jetzt schon gibt durch den Virus, der sich da in dieser Stadt ausgebreitet hat. Aber ja gut, hier ist jetzt ein neues Rätsel. Bewege den Funken bis ganz nach unten und vermeide die sich drehenden Knotenpunkte. Du kannst dich horizontal, vertikal und diagonal bewegen. Da musste ich jetzt erstmal ausprobieren, was ich da überhaupt machen soll. Und das dauert jetzt ein ganzes schönes Weilchen und ich darf euch jetzt hier... Währenddessen voll quatschen ich dieses Rätsel versuche zu lösen, weil ich ja auch so schlau bin und immer wieder dieselben Fehler mache. Und wenn ich euch geschickt ablenke mit meinem Gequatsch jetzt, dann merkt ihr das vielleicht gar nicht. Ja, warum passiert mir das immer wieder mit den Audiospuren? Ich würde sagen, dass so eine Sachen passieren jedem Let's Player oder Let's Playerin. In meinem Falle mache ich das ja nun jeden Tag und manchmal achtet man einfach doch nicht drauf irgendwo, weil man jeden Tag dasselbe macht. Oder in meinem Falle bearbeite ich jeden Tag Audiospuren separat oder schneide halt den Ton von meiner Stimme mit dem Video zusammen. Und wenn man das alles halt immer wieder macht und wenn man nicht total super viel Speicherplatz hat auf einer externen Festplatte, dann kann das natürlich passieren, dass die Platte mal voll ist und das merkt man beim Aufnehmen nicht. Dann hat die Datei nicht zu Ende aufgenommen. Dann muss man sich überlegen, lade ich das trotzdem hoch? Muss ich das jetzt nochmal spielen? Und bei Wimmelbild spielen ist halt das Problem, das kann ich nicht nochmal nachspielen. Also würde ich das jetzt nachspielen können, hätte ich das jetzt in diesem Fall auch gemacht, statt nachzusynchronisieren. Aber das geht ja nicht, weil man kann wie immer nicht zwischenspeichern und deswegen mache ich das halt jetzt eben so. Und ja,
manchmal vergisst man halt auch mal den Aufnahmeknopf zu drücken oder weiß der Henker oder das Programm funktioniert nicht oder keine Ahnung. Ja, wie ihr seht, muss der Leuchtpunkt von oben nach unten und manchmal bin ich da etwas unentschlossen, was ich jetzt nehmen soll, weil ich nicht weiß, wie das Kästchen sich dreht, um dann leider festzustellen, dass es doch der falsche war. Die rechte Seite wollte ich eigentlich auch mal ausprobieren, weil ich bin ja immer mit dem Leuchtpunkt nach links gegangen. Aber das geht ja gar nicht, weil der rechte sich, der dreht sich ja immer so doll. Also man kann nur links lang gehen. Aber ich vergesse dann halt auch immer, wie ich schon gegangen bin, so wie jetzt in diesem Fall wieder. Und muss es dann halt einfach nochmal versuchen. Das ist dann halt auch so Kurzzeitgedächtnis. Man macht die ganze Zeit immer dasselbe und dann macht man das irgendwann automatisch, ob es falsch ist oder nicht. Bis man irgendwann mal einen anderen Weg ausprobiert. Ja, ich bin ja sehr gespannt, wie es mit dem Virus hier, wie gesagt, in der Stadt ist. Also, ich weiß jetzt auch so gar nicht, was ist jetzt eigentlich mit dem anderen Zwillingsmädchen. Also wir suchen ja jetzt die Schwester. Aber was ist mit der anderen? Es sind ja eigentlich zwei. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen, falls es vorgekommen ist. Oder es wurde noch gar nicht erwähnt, das weiß ich jetzt gerade nicht. Also es sind ja eigentlich Zwillinge. Wir suchen aber nur eine irgendwie. Was ist mit der anderen? Ist die denn auch immun gegen den Virus oder eben nicht? Und deswegen, ach, ich muss mir vielleicht das Intro sonst nochmal anhören. Aber ich meine, dass es da eigentlich nur darum ging, dass ein Virus ist und dass sie einfach immun ist. Und dass halt die Schwester, die wir jetzt suchen, verloren gegangen ist. Das, ja. Dann muss ich irgendwie wahrscheinlich auch im nächsten Part oder in den nächsten Parts überlegen, ob ich mit der Hornisse irgendwas noch herausfinden kann. Und ob ich irgendwie, ich habe ja nicht so eine Labortasche oder so bei mir, mit der ich dann da rum experimentieren kann. Also da, die muss ich auch noch irgendwo hinbringen. Ja, es tut mir auch sehr leid, dass ich in den letzten Abenden, fällt mir auch noch gerade ein, manchmal jetzt gerade doch nicht regelmäßig hochgeladen habe. Das ist, weil ich vorher Urlaub hatte, da hatte ich ein bisschen mehr Zeit dazu, das habe ich jetzt nicht mehr und dadurch war jetzt ein bisschen mehr Stress irgendwie in den letzten Tagen und dann habe ich mich halt auch noch um andere private Dinge gekümmert und irgendwie war ruckzuck der Abend vorbei und dann kam noch das Problem jetzt hier mit der Audiospur, wo ich dachte, ja, das muss ich ja erstmal nachsprechen und da muss ich mich halt auch irgendwie für konzentrieren, auch wenn man denkt, ich laber jetzt einfach nur bla bla, aber ich will euch ja nicht nur Quatsch erzählen. Und wenn man dann irgendwann abends total kaputt ist und einfach nicht mehr kann, dann dann habe ich mir gesagt, gut, dann verschiebe ich das und mache sonst mal wieder irgendwie einen Abend zwei Parts oder so. Ich habe ja in den letzten zwei Wochen eigentlich recht häufig und viel hochgeladen und manchmal weiß ich auch gar nicht, ob alle Zuschauer oder Zuschauerinnen von euch immer so schnell hinterherkommen, das weiß ich halt nicht. Der eine oder andere freut sich natürlich von euch, wenn jeden Tag ein neuer Upload ist, aber na gut, bin auch nur ein Mensch, muss halt auch, wie gesagt, noch nebenbei arbeiten, aber ich versuche halt immer, mich eigentlich jeden Tag ranzuhalten, also, dass ich gar nichts hochlade, kommt eigentlich recht selten vor und dann kündige ich das halt meistens auch auf meiner Facebook-Seite, sage ich jetzt mal, auch eigentlich meistens an. Wenn ich da mal krank bin oder so. Da freue ich mich ja übrigens auch immer. Ich weiß, es ist jetzt so ein bisschen Werbung für mich, aber na nü, so ist es halt. Muss man ja auch mal machen, auch mal erwähnen. Da freue ich mich natürlich auch immer, wenn irgendeiner von euch schreibt, postet, mich besucht und so. Sich die Zahlen vielleicht auch erhöhen. Und vor allem die Leute halt aktiv auch sind. Sonst weiß man immer gar nicht, ja, lesen die das hier überhaupt? Interessieren die sich da überhaupt für? Kann ich das verbessern? Ja. So, jetzt würde ich aber sagen, habe ich den Weg so langsam, kriege ich den Weg raus. Ich komme dem Leuchtpunkt unten immer näher. Das läuft ganz gut. Ich darf jetzt nur keinen Fehler machen, aber da habe ich ihn schon gemacht und ärgere mich schwarz,
Weil jetzt darf ich von oben nochmal gehen, aber da habe ich das dann schon so oft gemacht, dass ich genau weiß, wo ich lang muss. Das ziehe ich da jetzt schon schnell durch, das Ding. Aber er baut da auch so ein Rätsel hin. Das ist natürlich fürs Spiel, ne? In Wirklichkeit wäre das ja ein bisschen anstrengend sonst so für den Elektriker, wenn er erstmal so ein Rätsel lösen müsste, um überhaupt da erstmal Licht oder Stromquelle anzukriegen oder wie auch immer. So, nun entscheide dich, links oder rechts. Na? Na, ich will nichts falsch machen, nicht, dass ich dann doch in die Quere komme, aber es war die richtige Entscheidung. Jetzt kann ich nämlich auch nach unten gehen. Und dann bin ich endlich beim Leuchtpunkt angekommen. Yippie! So, jetzt ist auch alles hell erleuchtet. Hier ist so ein seltsamer Werktisch irgendwie. Und da ist dann auch schon das nächste Wimmelbild. Ja, Rad, Dosenöffner, Glühbirne und hier ein merkwürdiges Gerät, wo ich den An- und Ausschalter benutzen kann. Was habe ich übersehen? Noch so eine Ecke, daran könnte ich etwas ändern. Vielleicht sollte ich etwas anderes versuchen. Ja, da ist eine kleine Maus. Und da passt der Käse auch dazu, den ich suchen soll, aber ich finde den Käse noch nicht. Ich sehe den Käse nicht. Das war, ja, was war das jetzt? Braucht noch eine blaue Sicherung, Schubladengriff, Käse, Klebeband, rote Sicherung, Glühbirne und ein Rad. Das war die Glühbirne. Jetzt vielleicht noch Klebeband. Oder den Käse. Oder was anderes. Die gelben Sachen müssen natürlich wieder extra benutzt werden. Und hier haben wir doch eine Flasche und da passt doch der Korkenzieher. Genau. Und was bekomme ich dafür jetzt? Eine rote Sicherung. Und die passt doch sicherlich, ist da noch irgendwas? Nein. Die passt doch sicherlich hier an das Gerät. Da ist doch ein roter Platz, genau. Aber der Stromschalter ist immer noch nicht aktiv. Und dementsprechend suche ich alles andere. Wo ist der Käse für die Maus? Da oben im Regal noch irgendwas? Schaufel, Hammer, nein. Das war das Klebeband. Jetzt fehlt nur noch der Käse und alles andere muss halt irgendwie ja mit anderen Sachen benutzt werden. Deswegen gucke ich jetzt mal in meine Objekte, was ich überhaupt habe. Passt da die Glühbirne rein? Zack, habe ich auch schon Licht. Obwohl das ja so ein bisschen eher aussieht wie eine Öllampe und nicht wie eine Glühbirnenlampe. Aber da ist auch so ein Stromschalter. Oder so ein Stromanschluss eher. Dosenöffner passt zur Dose natürlich. Dafür bekomme ich die blaue Sicherung. Die passt natürlich zu der anderen rein. Geht der Stromschalter jetzt? Nein, der geht immer noch nicht. Merkwürdigerweise. Also es ist immer noch nicht alles erledigt. Ja. Schubladengriff, den müsste ich doch finden.
Den finde ich gleich. Da ist der Schubladengriff. So, den packe ich jetzt an die Schublade, logischerweise. Und was bekomme ich dafür? Ein Verlängerungskabel. Das kann jetzt da ran. Das Steckdosending. Da ist aber das Kabel defekt. Kommt das Klebeband ran, gezwirbelt. Und in der Hoffnung, dass der Kasten jetzt angeht. Aber nein, das ist es immer noch nicht. Weil die Maschine ist ja noch gar nicht fertig. Und jetzt bin ich aus Versehen rausgegangen. Das wollte ich nicht. Keilriemen hätte ja klappen können, aber es ist nicht der Keilriemen, der rein soll, sondern der Käse nicht. Nee, der Käse, der soll zu der Maus natürlich. Den habe ich jetzt gefunden. Und dafür bekomme ich ein Rad. Und das kann ich natürlich in die Trommel reinlegen, dann den Keilriemen rum. Und dann läuft die Maschine auch und jetzt geht der Stromschalter wahrscheinlich auch an. Und dafür bekomme ich nach all der Arbeit ein Stromemblem. Dafür hat sich das doch gelohnt, da 1000 Stunden rumzuwimmeln. Oh nein, das ist David Morrissey, Thereses Großvater. Als ich von der Geburtstagsfeier der Zwillinge heimkam, wusste ich, dass mit mir etwas nicht stimmte. Was auch immer es ist, mir fiel es als allererstes an meinem Unterarm auf. Der Ausschlag hatte sich bis zum Brustbereich ausgebreitet. Am Morgen ging er bis zum Hals. Ich ging trotzdem zur Arbeit. Ich wurde bewusstlos, als ich hier im Bunker war. Keine Ahnung, wie lange ich weg war. Doch es geht zu Ende, so viel ist sicher. Meine lieben Enkelin, mein Sohn, es tut mir leid. Und hier ein Foto von Theresas Geburtstagsfeier. Wusste nicht, ob ich da jetzt irgendwie rumdrücken kann. Aber ich kann mir da noch weitere Fotos angucken. Was ich sehr krass finde, sind ja auch realistische Fotos. Der Arm ihres Großvaters schien wohl Anzeichen einer Infektion zu zeigen. Ja, das ist schon heftig. Der Virus schien sich allmählich auf den Hals- und Kopfbereich auszubreiten. Ja, wie echt das alles wirkt hier in diesem Spiel, dadurch, dass es ja so echte Videos und echte Fotos sind. Das finde ich zur Abwechslung eigentlich mal ganz cool, statt dass alles nur gezeichnet ist. Macht natürlich in der Krimi-Geschichte hier schon was her irgendwie. Ja, und ich glaube, das war's dann auch. Deswegen verabschiede ich mich jetzt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Infection, der Zwillingsimpfstoff. Und dann mache ich das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis dann.